In diesem schnellen Video zeigt dir ganz genau, Mausklick für Mausklick, wie du in WordPress einen Cookie-Hinweis erstellst. Und zwar mit dem besten und einfachsten Plugin für Einsteiger, nämlich Warlabs Cookie. Na, hier ganz wichtig der Hinweis, das Video hier ist keine Rechtsberatung. Brauchst du einen Cookie-Hinweis? Diese Frage sollten wir uns natürlich davor als erstes mal stellen, bevor wir einen Cookie-Hinweis-Plugin installieren. Im Prinzip braucht jeder mit einer WordPress-Website einen Cookie-Hinweis. Denn bei WordPress werden sogenannte Session-Cookies gesetzt und somit fällt das unter die Informationspflicht. Zudem, wenn du externe Inhalte einbindest, wie YouTube-Video, Google Maps oder irgendwelche andere Skripte, dann dürfen diese nur mit Zustimmung des Nutzers geladen werden. Auch die meisten Schriftarten, Stichwort Google Fonts, dürftest du eben ohne Cookie-Banner nicht nutzen. Also im Prinzip kann man ganz klar sagen, wenn du eine WordPress-Website hast, brauchst du einen Cookie-Hinweis. So, was ist jetzt aber die einfachste und beste Lösung dafür? Nun, die beste Lösung hierfür ist ganz klar Warlabs Cookie. Na, ich habe viele Tools getestet, das ist das Beste. Das Ganze ist wirklich super einfach einzurichten. Also im Endeffekt scannt Warlabs einfach deine Website nach Cookies und dann werden diese eben nur gesetzt, wenn der Nutzer diese Cookies akzeptiert. Es ist auch super einfach eingerichtet mit wenigen Klicks. Ich werde dir alles gleich zeigen im Video. Und es ist sehr, sehr zuverlässig, eine Top-Technologie. Vor allem nochmal mit der Version 3.0 ist es mega, also nochmal viel, viel einfacher und viel, viel besser geworden. Und es ist sehr individuell anpassbar. Du hast damit keine Kopfschmerzen dann und so weiter. Und das ist wirklich wichtig, gerade bei solchen Sachen. Es ist enorm beliebt und sehr, sehr verbreitet. Auf sehr, sehr vielen Websites findest du den Hinweis, den Cookie-Hinweis von Warlabs. Du hast eine sehr hohe Kompatibilität, also das erkennt halt wirklich unheimlich viele Cookies und so weiter. Und bei schlechteren Tools wird da vielleicht nicht alles erkannt und so weiter. Und das kann natürlich dann, ja, unter schlimmsten Umständen zu einer teuren Abmahnung führen. Und das Ganze ist ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene. Warlabs, findest du über den Link in der Videobeschreibung. Einfach auf den ersten Link klicken, dann landest du bei Warlabs oder wperfolg.de/Warlabs eingeben. Ich habe dir da auch einen Rabattcode zur Verfügung gestellt, damit du das nochmal günstiger bekommst. Rabattcode lautet WP-Erfolg. Wie gesagt, habe ich auch nochmal in die Videobeschreibung reingepackt, damit du da so günstig wie möglich starten kannst. Und jetzt richten wir Warlabs von Null auf, komplett von A bis Z ein. Du gibst einfach ein wperfolg.de/Warlabs, dann landest du hier. Da scrollst du dann einfach runter oder klickst auf den Button, jetzt kaufen. Und dann kannst du hier die Lizenz kaufen. Die einzelne Lizenz wird für die meisten, denke ich, ausreichen. Ich habe beispielsweise diese hier. Genau, aber das reicht hier im Normalfall. Und da klickst du einfach auf Jetzt kaufen und ganz wichtig, es kann auch sein, dass ich jetzt hier mal ein bisschen ändere die Seite, keine Sorge dann, aber du wirst überall die Möglichkeit immer finden, hier einen Rabattcode einzugeben. Da gibst du dann hier WP Erfolg ein, so, anwenden und dann hast du hier dir noch ein paar Euro gespart. Genau, und bestellst das Ganze dann, bekommst dann eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten und kannst dich dann im Kundenportal von Warlabs Cookie einloggen, beziehungsweise von Warlabs. Im Kundenportal gehst du zu Lizenzen, findest hier auch schon mal deinen Lizenzschlüssel, den kannst du gleich kopieren. Und dann gehst du hier zu Einstellungen, ganz wichtig jetzt, scrollst hier runter und gehst zu Herunterladen. Und jetzt wird die Plugin-Datei heruntergeladen. Wir gehen zurück zu unserer Website, dann zu Plugins, neues Plugin hinzufügen, klicken dann auf Plugin hochladen und ziehen die Plugin-Datei hier herein, die wir soeben ja heruntergeladen haben und klicken dann auf Jetzt installieren. Das Plugin wurde erfolgreich installiert. Wir klicken auf Plugin aktivieren. Warlabs Cookie finden wir jetzt hier. Und dann müssen wir jetzt hier klicken, um den Lizenzschlüssel einzugeben. Den finden wir auch unter System, Lizenz. Den geben wir hier ein, klicken auf Alle Einstellungen, Speichern. So, die Lizenz ist jetzt gültig. Wir gehen hier wieder zum Dashboard. Um das Ganze einzurichten, also hier klicken wir erstmal auf Nein. Um das Ganze einzurichten, das ist wirklich einfach, wie du erzählen wirst, weil wir haben auch hier direkt schon so eine Anleitung. Die werde ich dir hier aber auch nochmal zeigen im Video, damit du wirklich weißt, wie es genau funktioniert. Also, wir gehen diese Anleitung jetzt durch. Bitte deaktivieren Sie Ihr Caching-Plugin, falls es derzeit aktiviert ist. Ganz wichtig, vorweg nochmal ganz kurz, es kann sein, dass sich hier ein bisschen mal was ändert, vom Aussehen und so weiter und so fort. Genau, das wird sich hier dann auch zurechtfinden, da bin ich mir sicher. Gut, also wir gehen jetzt durch. Bitte deaktivieren Sie Caching-Plugin. Ja, das müssen wir jetzt machen, während wir das Ganze einrichten. Also wir tun WP Fastest Cache deaktivieren.
Wenn du WP Rocket nutzt, dann halt WP Rocket deaktivieren. Logisch. Nachdem wir das durchgegangen sind, können wir es nicht aktivieren. Aktualisieren die Standard-Provider-Daten unter Consent-Manager-Provider, Eigentümer dieser Website. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Also, Consent-Manager, Provider, Eigentümer dieser Website. Klicken wir jetzt hier auf das Bearbeiten-Symbol. Und da tragen wir jetzt hier unseren Namen ein. Dann unsere Adresse. Musterstraße 1 in 12345 Musterstadt. Und dann müssen wir hier noch unsere Datenschutz-URL eingeben. Die wurde jetzt hier automatisch hinzugefügt, weil wir sie unter Einstellungen hinterlegt haben. Ansonsten hier das manuell bitte aktualisieren und den Link zu deiner Datenschutzerklärung einfügen. Und dann auf alle Einstellungen speichern klicken. Wunderbar. Wir gehen zurück zum Dashboard. Scrollen runter. Machen weiter mit Schritt 3. Klicken Sie auf Dialog und Widget, Dialog, Einstellung und wählen Sie Ihre Datenschutz- und Impressumsseite aus. Fügen Sie beide Seiten auch zu Dialog auf Seite ausblenden. Ja, also, Dialog Widget, Dialog. Und dann müssen wir jetzt hier die Datenschutzseite auswählen. Ne? Die haben wir ja bereits erstellt. Datenschutz und Impressumsseite, dann Impressum. Manche Leute machen das, dass sie die Impressumseite beispielsweise auf eine externe URL hinterlegen, dann hier halt den Haken reinmachen, dann kannst du die externe URL nutzen. Ja. Jetzt ganz wichtig, wenn ja jetzt der Cookie-Banner angezeigt wird, dann kann der Nutzer mit der Website noch nicht interagieren. Wenn er aber zuerst die Datenschutzerklärung lesen will oder das Impressum, bevor er den Cookie-Banner bestätigt, dann geht das ja eigentlich nicht, ja, weil er ja erst bestätigen muss, um überhaupt den Inhalt der Seite zu sehen. Deshalb musst du so den Cookie-Banner im Endeffekt, Borlabs Cookie hier, deaktivieren für die Datenschutzerklärung und die Impressumseite. Das machst du ganz einfach. Einfach hier einmal draufklicken und hier einmal draufklicken oder hier manuell die beiden Seiten, die URLs der beiden Seiten hier einfügen. Ja, das hier kannst du grundsätzlich rausmachen, würde ich dir eher empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Gut, und dann klicken wir jetzt auf alle Einstellungen speichern. Perfekt. Wir gehen zurück zum Dashboard. Also das haben wir gemacht. Und dann, jetzt geht's weiter, aktivieren Sie Borlabs Cookie unter Einstellungen Borlabs Cookie Status. Also Einstellungen, Borlabs Cookie Status, machen wir an. Ja. Und klicken dann auf alle Einstellungen speichern. Ja, ne, hier ist auch immer deine Domain hinterlegt. Das müsste auch immer im Normalfall bei dir so sein. Und passen. Das ist ganz wichtig. Genau, das ist ja automatisch jetzt hier bei uns schon drin gewesen. Hi, gleich geht's weiter mit dem Video. Studien zeigen ganz klar, weit über 90% der Websites im Netz scheitern, weil die meisten Menschen einfach nicht wissen, worauf es wirklich ankommt. Damit aber deine Website hingegen zu den Gewinnern gehört, schenke ich dir jetzt mein nagelneues gratis Website-Buch. In ihm erfährst du meine erprobte und einzigartige 12-Schritte-Methode, mit der auch du eine erfolgreiche Website mit vielen Besuchern erstellen kannst. Bereits tausende Menschen haben sich dieses Buch erfolgreich geholt und sind den Weg erfolgreich gegangen. Du entdeckst, was Profis anders machen und kannst dann einfach Schritt für Schritt abhaken, bis du eben deine fertige erfolgreiche Website hast, mit der du dein gewünschtes Ziel erreichen kannst. Also zum Beispiel mehr Leads, mehr Umsatz, mehr Sichtbarkeit, mehr Besucher und so weiter. Klicke also jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, dann landest du auf einer Seite, auf der du dir das Buch kostenlos herunterladen kannst und dann hast du deinen Fahrplan zur modernen, erfolgreichen Profi-Website. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, jetzt wird's spannend. Nutzen Sie unseren Scanner, um zu überprüfen, welche Cookies auf Ihrer Website gesetzt sind und welche Services genutzt werden. Klicken Sie auf Scanner, neu hinzufügen, Scan erstellen und Scan-Typ ist Setup. Ja? Also machen wir das mal kurz. Scanner. Dann klicken wir auf Neu hinzufügen. Scan-Typ Setup. Und dann klicken wir hier auf Scan erstellen. Da müssen wir jetzt kurz warten. Das dauert jetzt ein bisschen. Ne? Ich werde dann hier, denke ich, auch einen Schnitt reinmachen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir hier wieder zurück. Der Scan wurde durchgeführt und das hat jetzt auch alles gut geklappt. Und jetzt scrollen wir hier runter, denn es wurden einige externe Ressourcen beispielsweise gefunden und da müssen wir jetzt gut aufpassen. Ja? Also, aber es ist ganz einfach jetzt alles. Ne? Hier wird uns jetzt nämlich vorgeschlagen, diese Pakete zu installieren, damit eben alles klar geht, was den Datenschutz und so weiter anbelangt.
Ja, also wir müssen jetzt hier einmal Contact Form 7 hier dieses Paket installieren. So, da klicken wir jetzt hier auf Installieren. Wunderbar. Wir gehen dann zurück zum Scan-Ergebnis. Ganz wichtig, ne, diese Dinge hier, diese Pakete, die können ja unterschiedlich auch sein. Ne? Wenn du jetzt irgendwie andere Tools oder so auf deiner Website nutzt, dann sind das halt andere Pakete hier, die du installieren musst. Ja? Gut, also na, Contact Form 7 haben wir jetzt bereits installiert. Wie du siehst, ist das jetzt eben hier unten auch aufgelistet. So, Elementor, das Paket tun wir als nächstes installieren. So, und klicken hier dann auf Installieren. Da sind halt auch viele andere Sachen drin, die eben so ein kostenloses Tool nicht unbedingt regelt, wie beispielsweise Google Maps oder so. Ja. Genau, wir klicken zurück zum Scan-Ergebnis. Google Fonts. Auch hier tun wir das Ganze installieren. Google Fonts, ne, das sind die Schriftarten, die wir nutzen. Damit können wir eben dann auch ja beliebige Schriftarten in Elementor verwenden. Genau, Google Maps, ne, wenn wir das eben auf unserer Website nutzen, ja, hier installieren. Wunderbar, zurück zum Scan-Ergebnis. So, tada, wir haben jetzt hier die Pakete installiert. Ist das nicht toll? Wunderbar. Sie ist bisher super einfach. Gut, also das haben wir jetzt gemacht. So, jetzt geht's weiter. Nachdem Sie den Scanner verwendet und die vorgeschlagenen Pakete installiert haben, erstellen Sie einen neuen Scan-Auftrag und setzen den Scan-Typ auf Audit. Dieser Scan-Typ wird verwendet, um zu schauen halt, dass Ihre Website keine Cookies oder externe Ressourcen lädt, ohne die entsprechende Einbindung eingeholt zu haben. Also, Scanner. Wir machen wieder einen neuen Scan. Und diesmal machen wir aber einen Audit-Scan und klicken auf Scan erstellen. Und müssen dann hier eben wieder kurz warten. Wunderbar, es wurde alles gescannt und es scheint dementsprechend zu passen. Ja, gut, wir gehen also zurück, haben das Audit gemacht, das passt ja jetzt auch soweit. Beziehungsweise wir sehen es auch hier nochmal. Tada, passt so. Dashboard. Erkunden Sie unsere Bibliothek, um einen Überblick über alle unsere verfügbaren Pakete zu erhalten. Hier finden Sie zum Beispiel Vorlagen für Services, zum Beispiel Google Analytics oder Content Blocker, zum Beispiel YouTube und vieles mehr. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also heißt, es kann ja sein, dass wir im Nachhinein noch irgendwelche Sachen hinzufügen, wie Google Analytics oder wir binden YouTube-Videos ein oder solche Sachen. Und dann finden wir hier mega viele Pakete, ja, mit Tools und so weiter, beziehungsweise solche Pakete eben, die wir installieren können, um halt Google Analytics konform einzubinden oder YouTube-Videos und so weiter und so fort. Ja, deshalb ist halt dieses Tool mega geil. Deshalb empfehle ich das, weil es ja so viel Zeit spart, ja, für diesen, Entschuldigung, aber wirklich ein Rotz, diese ganzen Datenschutzsachen, die sind halt über die letzten Jahre so kompliziert geworden, wegen der Europäischen Union, sage ich mal, ne? Da die doch dort ein paar nicht so nette Gesetze für Website-Betreiber doch beschlossen haben. Naja, wie auch immer. Gut, okay, Bibliothek haben wir uns auch jetzt kurz angeschaut. Wenn Sie Anzeigen auf Ihrer Website schalten, müssen Sie möglicherweise die IAW, TCF unter Content Management aktivieren. Ne? Also solltest du Anzeigen schalten, dann gehst du halt dorthin, aktivierst das und dann konfigurieren Sie Vendoren unter Content Management, bla 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 und so weiter und so fort, Vendoren konfigurieren. Ja, also solltest du Anzeigen schalten, dann ja am besten das hier schon auch einstellen. Sie können die Dialogtexte unter Dialog und Widget, Dialoglokalisierung anpassen. Das Erscheinungsbild und Farben unter Dialog, Erscheinungsbild, ja. Genau, also heißt es ganz einfach, wir gehen hier Dialog und dann Lokalisierung, da können wir dann jetzt hier die Texte anpassen, die nachher in unserem Banner angezeigt werden. Ja. Genau, das können wir hier ganz einfach anpassen. Auch die Beschreibung und so weiter, all den ganzen Kram, wenn wir das denn wollen, können wir hier anpassen. Ja, ist aber eigentlich auch schon ganz gut gewählt so. Und wir können hier auch das Erscheinungsbild anpassen. Ja, beispielsweise schnappe ich mir hier mal kurz dieses Grün raus. Und das können wir dann hier beispielsweise bei den Steuerelementen statt diesem Blau einfügen. Genau, so, füge ich das jetzt hier über mal ein, bei der Tab-Leiste auch. So, so, so. Gut, jetzt haben wir alles und dann klicken wir auf Einstellungen, Speichern. Unter Einstellungen können wir noch weitere Sachen machen, sage ich mal. Ich würde dir aber empfehlen, das eigentlich alles so zu lassen, das ist ganz gut konfiguriert.
Ja, hier, das haben wir auch bereits gemacht. Hier kannst du tatsächlich noch die Grundeinstellung ein bisschen ändern, wie das Ganze aussehen soll. Eine Box, kompakt oder eine Bar, also so eine Leiste, die angezeigt, wo die Cookies angezeigt werden. Ja, grundsätzlich kannst du es hier oben, kannst du es hier so in etwa lassen. Oder kannst du es so lassen, wie es ist. Nicht in etwa, sondern kannst du es so lassen, wie es ist. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal kurz an. Aha, schau mal, jetzt sieht unsere Website so aus. Jetzt haben wir hier also den Banner. Und der Nutzer kann hier dementsprechend Einblendung speichern oder alles akzeptieren. Und nur essentielle Cookies oder die individuellen Datennutzpräferenzen. Ja. Genau, wir klicken auf Einblendung speichern. Da haben wir hier unten, na, hat der Nutzer noch immer die Möglichkeit, das wieder abzuändern über dieses Symbol. Na, ja, wir klicken jetzt auf alle akzeptieren. So, so einfach ist das. So einfach funktioniert das. Wie gesagt, du kannst hier die Buttons auch nach oben oder nach unten verschieben. Genau. Dann halt nicht vergessen, das zu speichern. Ja, das sind so die wichtigen Sachen. Du könntest hier auch noch das Logo austauschen. Ne? Du könntest da dein eigenes reinpacken. Können wir aber machen. Wir nehmen hier unser transparentes Premium-Hundetraining-Logo. Ja, wenn wir noch ein HD-Logo hätten, ich wäre jetzt hier dasselbe aus, was soll's. Genau. Gut, wir schauen uns nochmal an. Da haben wir jetzt halt hier oben unser Logo anstatt das Borlabs-Logo. Ne? Da haben wir uns erklärt, Impressum ist auch hier verlinkt. Nochmal kurz abchecken, ob das richtig verlinkt ist. Aha, ja, tatsächlich, wenn wir zurückgehen. Ne? Aha, und die Seite, ne, kann man sich auch durchlesen. Haben wir ja vorher so eingestellt, dass eben hier der Cookie-Preis nicht angezeigt wird. Würden wir jetzt aber hier zum Beispiel zur Kontaktseite gehen, ja, dann wäre hier wieder dieser Hinweis. Wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das wird hier den Kanal echt unterstützen. Und wenn du keine spannenden Videos mehr rund um WordPress und WordPress-Websites verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Und ganz wichtig, wenn du noch keine erfolgreiche Website hast und ja noch nicht so ganz zufrieden bist mit deiner Website, dann lade dir unbedingt mein kostenloses WordPress-Buch herunter. Das findest du in der Videobeschreibung auch verlinkt. Ne? Einfach da draufklicken, dann kannst du es komplett gratis anfordern und ja, dann deine Website aufs nächste Level bringen. Es lohnt sich richtig. Schon viele tausende Leute haben sich das heruntergeladen. Ja, also sicher dir das auf jeden Fall. Das lohnt sich. Und dann, ja, wie gesagt, hoffe ich, ich konnte dir gut weiterhelfen.